Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Universe. Diesmal auf eine etwas andere Art, denn ich bin mal weggegangen vom klassischen Let's Play für diese Aufnahmereihe. Ich habe quasi 3 Stunden am Stück recorded und anders als sonst habe ich nicht dabei kommentiert, sondern einfach nur aufgenommen und werde euch in diesen nachfolgenden Folgen, ich weiß nicht genau, wie viel es werden, werde ich euch das Ganze zusammenschneiden und nachträglich kommentieren. Das Ganze birgt eventuell 2 große Vorteile. Erstens, wir kommen schneller voran und zweitens könnten die Folgen für euch noch unterhaltsamer sein. Zumindest hoffe ich das und ja, wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro erzähle ich euch noch kurz, um was es in den Folgen gehen wird und dann können wir loslegen. Haut da rein! Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich über ein Like sehr freuen und über ein Abo würde ich mich auch nicht beschweren. Euer SpookyVF. Viel Spaß! Also meine liebe Freunde, meine Mission war es, noch Zement zu farmen, noch Betäubungsmittel herzustellen, Metall zu farmen und ja, vor allem bräuchten wir noch ein Pendant zu dem Raptor. Hier machen wir mal noch schnell ein Sony Dragon Baby aus den 2 Sony Dragons, die wir mittlerweile haben. Wir bräuchten noch einen weiblichen High-Level Raptor, wir haben den 150er männlich. Uns fehlt also noch ein weibliches Gegenstück. Das war das Ziel meiner Mission. Und ja, ich habe mal gedacht, zuerst farme ich noch ein bisschen Metall, weil wir wollen ja auch die Indie Forge haben. Metall ist übrigens das Einzige, was uns noch fehlt. Aber dafür müssen wir warten, bis es ja quasi geschmolzen ist. Und was blicken meine müden Augen denn da? Ein 150er Raptor. Jawohl, eine gesunde Abwechslung. Und statt nur Metall zu farmen, schnapp ich mir die doch. Jetzt kommt wieder so eine Situation, die ich beim besten Willen nicht verstehe. Bam! Das Bola geht einfach an der Wand kaputt. Also das ist eine unsichtbare Wand. Man kann hier unten keine Bolas schmeißen. Das nervt mich ein bisschen. Aber naja, egal. Rausgelockt, rausgepult und hier tschupp, elegant in den Kopf geschossen. Und die Immobilität eingeschränkt durch eine gezielte Bola. Weil hier draußen geht's nämlich. Da unten nicht. So, ein paar Schüsse in den Head, dann sollte der schlafen gehen. Schlaf, Raptor, schlaf, ich hol deinen Bruder. Und fressen scharf oder so irgendwie. Okay, der Bruder ist gerade beschäftigt mit dem Kentrosaurus. Okay, ich lasse den mal kaputt machen, weil ich weiß nicht, ob der jetzt ein bisschen Schaden bekommen hat vom Kentro. Und dann lasse ich ihn lieber fressen. Ich helfe ihm auch noch, schieß mal noch kurz eine Kugel auf den Kentro. Und dann sollen wir das machen. So, das ist die Mission, vor allem auch Zement zu holen, damit wir eben auch noch andere Sachen bauen können, weil wir wollen die Base noch ein bisschen aufrüsten. Jetzt lege ich erstmal die 2 Raptoren hier. Ich kann schon mal gleich sagen, ich hätte sollen vorher gucken, welches Geschlecht es war. Es waren nämlich beides Menschen. Normalerweise ist es gut, wenn man mehrere hochrangige Raptor hat, aber besser wären Damen, ne? Weil ich dann nämlich schneller Babys reproduzieren kann. Jetzt habe ich 3 Menschen quasi. Also wenn wir die hier haben, haben wir 3 Menschen. Hochlevelige. Okay, dann haben wir auf jeden Fall freie Vaterwahl. So, das heißt, jetzt erstmal aushungern lassen. Metallfarmen auf dem Rückweg zur Base. Und das sollen die Dragon Eye einsammeln. Das brüten wir jetzt nicht aus. Schmeiße ich mal noch kurz in den Dingsbums, in den Kühlschrank. Hier das Metall, das ich gefarmt habe, mal nochmal in die Forges reinschmeißen. Dann haben wir bald die in die Forge, wenn das hier durchgefuddelt ist. Dann ist es sehr gut. Ja, und noch ein paar andere Raptoren-Eier habe ich noch bekommen. So, mit dem Rudel raus. Schnell ein bisschen Prime Meat besorgen. Ja. So, Rex, hier war die C-Attacke und jetzt geht's los. Und der Kanon, der hängt auch hinten dran. Jawohl. Somit haben wir ein bisschen Prime Meat, aber da hinten ist noch ein Stego. Komm, den holen wir auch gerade mit, wenn wir schon hier sind mit dem ganzen, mit der ganzen Crew. Monsterfleisch ist der. Check. Yes. So,
Meine Mission jetzt, einfach nur noch das Prime Meat quasi zu den Raptoren bringen und die quasi sicher nach Hause. Beziehungsweise habe ich hier oben noch ein bisschen Metall entdeckt und habe mal gedacht, ja, wenn du schon zwei Esel, Packesel dabei hast, dann kannst du ja natürlich auch gerade ein bisschen mehr Metall mitholen als sonst üblich und mache das dann auch. Und weil ich die Raptoren natürlich wie immer nicht konnte. Der hier gefällt mir übrigens besonders gut. Der sieht richtig nice aus. Richtig edles Tierchen. Ey, super geil. Gerade wenn das gleich steht. Und später, wenn er dann in der Base steht, werden wir ihn dann irgendwann auch mal im richtigen Licht begutachten. Und aber man sieht es wahrscheinlich auch hier schon, wenn ich das jetzt nicht gecuttet habe. Nee, habe ich nicht. Nee, man sieht es auch nicht gut. Wir werden uns dann nochmal genauer angucken. Also der gefällt mir richtig knorke. Den finde ich super Hammer. Obwohl, man sieht es vielleicht jetzt noch, weil ich jetzt ja noch mit den Metallfarmen gehe hier. Speed. Aber hier ist es überall so dunkel, ne? Man müsste dann ein bisschen Licht machen, damit man die besser sieht und ihre Farben besser sieht. Aber man kann das Muster schon erkennen. Er sieht so ein bisschen zebramäßig Look aus mit blau-weiß. Ultra nice. Pornös. So, und wir machen die Taschen voller Metall, bringen das Ganze nach Hause und starten die weitere Reise. Denn jetzt werden wir mit dem Frosch nach draußen gehen, weil ich ja gesagt habe, ich brauche noch Zement oder ich möchte noch Zement haben. Und deswegen heißt es, mit dem Frosch suchen wir immer noch einen weiblichen Raptor und einen hochleveligen weiblichen Raptor. Wir suchen einen Froschmenschen, ein hochleveliges, und wollen eben auch Zement und Chitin an den Mann bringen, damit wir gut vorankommen. So geht die Reise los. Diese Art der Videos ist für mich ein bisschen aufwendiger. Mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, das war das musikalische Fast Forward. Ist es der Frosch? Nee, der Frosch ist es nicht. Aber
Was bist denn du für ein Schwein? Zeig mal her. Oh, 135er Schwein. Können wir das jetzt schon zähmen? Schaffen wir das? Oder sollen wir das lieber im Wintergebiet mit Hammelfleisch zähmen? Ich probiere es mal. Oh, verdammt. Oh. Habe ich das richtig gesehen? War das ein 150er Titanbohr? Nice. Nice, nice. Da muss ich hier die Knickkeule rausholen. Und schießt ja mal ein dickes Magazin ins Knick. Ja, wenn das das Schwein trifft, macht es vielleicht Torpor. Das wäre natürlich geil. Aber ich glaube, das greift nur das andere Vieh an. An dieser Stelle geht das Video jetzt fast in einen klassischen Let's Play über, weil ich will euch die folgenden Szenen einfach nicht vorenthalten. Da will ich nichts cutten. Also zum größten Teil nichts cutten. Am gegen Ende werden wir schon ein bisschen was wegcutten. Aber ja. Läuft jetzt durch. Mehr oder weniger mal die nächsten Minuten. Für den Rest der Folge quasi läuft's durch und dann, jo. Sehen wir weiter, weil ich muss jetzt hier Operation Schwein erledigen. So. Uiuiui, die frisst aber auch die Schlange. Ach cool, jetzt haben wir sie. 150, wir lassen die liegen. Und zwar ist der Plan, der Gedanke dahinter ist, wenn wir das Schwein hier irgendwie kriegen sollten, haben wir hier Prime Meat auf Tasche, wenn nicht wieder ein anderer Predator kommt und das Ding wegfrisst. Wir kennen das ja aus dem Vulkan, als die Archies unseren Magma so weggefressen haben. So, hier wieder ein bisschen Zement auf Tasche. Komm her. Zement und Chitin. Zack, gib her. Lecker, 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 Schlecker, Bäcker. Yes. Also klassischer Let's Play ist es nicht, weil ich immer noch im Nachhinein kommentiere. Ich weiß halt schon, was passiert, ne? Aber, ja, es ist jetzt wieder ungeschnitten momentan an der Stelle. Aber ihr habt gesehen, wir haben viel in Fast Forward weggemacht und ich habe auch viele Cuts gemacht. Wir sind eigentlich in dieser Folge schon relativ gut vorangekommen. Für 11 Minuten haben wir schon einiges an Zement, an Chitin. Wir haben schon 2 Raptoren gezähmt. Wir haben Metall gefarmt. Also das packt alles schon in diesen 11 Minuten drin, wofür man normalerweise schon 1-2 Folgen fast rechnen kann. Oder 1,5 Folgen, sage ich mal. Das ist halt schon nice. Also das läuft, ne? So, Schweinchen, dick. Was geht? Dick. Also vom Torpor her, wenn ich das so unten beobachte, könnten wir das Vieh catchen. Das könnte klappen. Aber nur ist die Frage, wie ich es füttere. Ich habe ja auch nur den Frosch dabei. Da ist, ich weiß nicht, was wir da alles so platt kriegen. Muss man eben mal ausprobieren. Ich würde auch gerne eure Meinung wissen zu dem musikalischen Fast Forward. Oh, jetzt, ich wollte gerade sagen, die Zeit, wo das Vieh gebullert ist, könnten wir jetzt mal nutzen, um hier ein bisschen drüber zu reden, wie ihr das Ganze findet. Aber ich hüpfe mal das gleich auf, bis auf gleich, bis es liegt, sag ich mal, oder bis wir es nochmal gebullert haben. Weil ich lasse es jetzt erstmal laufen, bis es so den Anschein macht, dass es weglaufen möchte. Dass wir es auf jeden Fall down kriegen mit der nächsten Bola. Dann sollte das alles gut gehen. Und vor allem hätte ich es nämlich, weil ich will nicht, dass es irgendwo quer durch die Welt läuft, weil ich möchte, dass es hier liegen bleibt. Ich könnte es jetzt auch komplett ohne Bola, aber dann läuft es ja immer weg. Und ich will eben die Bola so einsetzen, das, was sie dann auch auf jeden Fall zum Schlafen kriegen. Oh, jetzt steckt fest. Ja, ich glaube aber, es will weglaufen. Also, okay. Gib ihm. Ja, das sollten wir schaffen. Nice. Gut. Dann jetzt nochmal. Also, mich würde eure Meinung interessieren, wie euch das gefällt, wenn ich das Ganze so zusammenschneide und nachträglich kommentiere. Es ist vielleicht nicht ganz die Überraschung in meinem Commentary dann drin, es sei denn, ich Schauspielerin ein bisschen, kann ich auch machen. Aber ansonsten packt eben viel mehr, wird viel mehr Zeug in eine Folge gepackt, ja. Und ja, das kann ja eigentlich auch nur gut sein. Dann kommen wir nämlich eben ein bisschen voran und es sollte für euch unterhaltsamer sein. Hoffe ich doch auf jeden Fall zumindest mal. Und ja, das wäre halb so die Sache, die mich interessieren wird. Ob ihr das dann eben auch so sieht, ob ihr das fühlt. Fühlt ihr das? Oder findet ihr einen klassischen Let's Play mit Live-Commentary ungeschnitten besser? Und ja, so eine Musikuntermalung mit Fast Forward, ob die auch okay ist oder so, ob ich das weg oder nur kürzer halten soll. Ihr könnt alles reinschreiben, was euch einfällt zu der ganzen Sache. Und wir gehen jetzt pronto Jagd. Haha, wer hat hier den längsten Hals? Longneck. Longneck versus Longneck. Lol. Ja, ne, so in etwa. Aber der wird ein bisschen was fressen und ich habe gar nicht so viel Muni dabei, weil ich kann mich noch daran erinnern, oh, so viel Muni muss ich ja nicht mitholen, brauchen wir ja nicht. Und so viel Muni mit der Longneck verschießen wir ja nie. Ja, okay, gleich ist die Longneck näher. Ja, super geil, ne? Das war wieder das Spooky, wie er live und lebt.
Aber wenn wir den haben, der hat auf jeden Fall schon mal ordentlich Fleisch in Tus. Oh, der war böse. Oh, was war denn das für ein Punch, ey? Amok Punch. Das war bestimmt Thanos mit dem Handschuh, Alter. Ja. Der hat so viel Fleisch, dass wir das Schwein gut bedienen können, weil das frisst einem ja die Haare vom Kopf, auch beim Zähmen schon, fängt das schon an. So, jetzt gehen wir ein bisschen in den Fight. Zack, 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 zack das, zack das. Ich muss mal gleich gucken, wie viel Leib er hat. Er blutet schon leicht, oder? Sind das jetzt nur die Spuren, wo ich ihn treffe? Ne, ich glaube, das sind schon leichte Blutspuren. Ja, obwohl, der sieht auch noch insgesamt ziemlich gesund aus. Oh yeah. Was ein Fight. So, und wie gesagt, dieses Video auch mit dem nachträglich Vertonen ist natürlich für mich vom Schneideprozess her äußerst umfangreicher. Und ich hoffe, dass ich euch damit dann auch besser unterhalten kann. Weil ansonsten habe ich eben das Commentary und das Video auf einem Band. Und das heißt, das brauche ich mir nur noch mal anzugucken und hier und da mal ein bisschen was zu schneiden und hier und da mal irgendein Feature reinpacken. Aber das ist bei weitem nicht so viel Aufwand wie jetzt. Ich habe hier das Ganze aufgenommen, muss das Ganze jetzt nochmal bearbeiten, nochmal zusammenschneiden und dann nochmal sprechen. Das kostet mich natürlich viel, viel mehr Zeit. Und deswegen hoffe ich, dass das Ergebnis euch auch gefällt, weil ansonsten ist es ja auch blöd, ne, wenn ich mir hier so viel Mühe mache und es gefällt euch nicht. Und am besten könnte man das natürlich mit einem Like oder mit einem Kommentar zeigen, oder am besten mit einem Kommentar eigentlich, weil, ja, da könnt ihr genau sagen, was er daran so gut findet. Aber ein Like reicht auch schon. Wenn er mir zeigt, dass er das fühlt, dass er das geil findet, dann bin ich zufrieden und dann werde ich das ab und zu mal machen. Ich kann natürlich gerne mischen. Manchmal machen wir Let's Plays, wie bei den Missionen. Da werden wir wahrscheinlich Let's Plays machen, also richtige, klassische Let's Plays. Aber wenn es dann so ums Farmen oder Dinge besorgen geht, dann kann ich hier gerne so einen Zusammenschnitt machen. Ja. Deswegen, eure Meinung ist gefragt. Ich freue mich drauf, bin gespannt drauf. Bedanke mich jetzt schon für euer Feedback. Und jetzt packen wir mal ordentlich Schmackes hier. Ham in den Dädon, damit er auch gut was zu futtern hat. Und der fängt jetzt schon an zu fressen wie das Messer. Ah, das könnte klappen. Wenn ich so die Prozente sehe. Ja, wir haben jetzt noch viel Brine Meat drin. Aber es könnte klappen. Wir haben da oben ja auch noch. Das schnappen wir uns. Und zack. Gefuttert. Und dann werden wir natürlich weitermachen. Beziehungsweise, die Folge ist jetzt ja auch gleich vorbei. Da werden wir in der nächsten Folge weitermachen mit der Froschjagd und eben Raptorjagd. Weiblicher Raptor brauchen wir noch, männlicher Frosch. Und versuchen da unser Glück und mal gucken, was uns da noch erwartet. Wie gesagt, das sind jetzt circa... Das hier ist jetzt nicht so lange gewesen. Also ich habe noch gut Material von dieser Aufnahmereihe. Das war nicht die ganze Aufnahmereihe. Das wird in mehrere Folgen abgehandelt. Aber das waren insgesamt 3 Stunden Material und davon werde ich nur einen Bruchteil verwenden wahrscheinlich. Und ja. Und so euch das Langweiligste quasi rausschneiden. So ist es angedacht und ich hoffe, das passt für euch. Und jetzt gucken wir mal. Ah, 150er Schlange, was hattest du dabei? Ein paar Betäubungspfeile. Nice. Ich habe mir dann auch noch nachher das Titan Boa Gift geholt. Ne? Ich bin da nochmal hin und hab's geholt, weil ich das erst vergessen hatte. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So, jetzt steht's gleich. Und er hat noch genug Fleisch drin. Jawohl, wir haben unser erstes Heelschwein. Yes, ja. Das ist natürlich geil. Wir brauchen noch ein zweites. Dann machen wir Baby. Und dann können wir mit den Missionen richtig durchstarten. Irgendwie sieht er ein bisschen aus wie Clay, oder? Der hat einen Gesichtsausdruck wie Clay. Wisst ihr von Sons of Anarchy? Guck mal, der sieht doch genauso aus. Der guckt doch genauso doof. Lol. Du dumme Sau, du. Du dreckige. Ich würde ihn jetzt auch Clay nennen, wenn es kein Weibchen wäre. Obwohl, eigentlich interessiert mich das nicht, kann trotzdem. Da sagen wir noch einmal Hallo und ich sage noch einmal Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch unterhalten und wir sehen uns das nächste Mal bei Arc Universe. Mit eurem Spooky VF und Frosch und Clay. Bis dahin, bye bye bye, macht euch den schönsten aller Tage. Tschüss.